Hallo und herzlich willkommen nun zu einem neuen Video mit euer Gigatobi hier bei Final Fantasy 14. Ja, ein neuer Content ist nun gekommen ab heute und ja, wir haben eben halt jetzt hier einen interessanten Fight, den wollte ich euch eben halt diesen Guide vorstellen. Es ist der Schicksalsweg und den werdet ihr während der Story dann auch erledigen müssen. Ja, weiteres gab es ja vorher aus, welche Fates, die eigentlich ganz lustig waren, aber nicht so allzu lustig, weil die Spawns waren eher voll komisch und man musste eben halt mehrmals das versuchen, aber es hat nun funktioniert und jetzt ist man hier bei diesem Kampf. Ja, hier hat man eben halt eine sehr, sehr gute Gruppe zusammengefunden aus der Gilde von Turks. Und es hat also soweit alles geklappt und ich hatte meine Aufgabe halt gehabt, immer seitlich soweit zu sein, weil dann kriege ich weniger was von AOE ab und die anderen alle können sich eher besser darauf konzentrieren, um die Ads halt. Ja, weil da eben halt auf viel AOE-Attacken kommen und euch den eben halt betäuben, Schaden zufügen und etc. Also das werdet ihr auf jeden Fall auch dann hier sehen und auch selber im Kampf erleben. Nun müssen zwei DDs halt den Boss machen, die anderen kümmern sich eben halt um die Harpoon, die Drachenblitzen. Dann gibt es eben halt bei den zweiten und dritten Turm später, dann müsst ihr eben halt ihn fesseln, weil er sonst springt und ordentlich Damage einzieht. Also lasst es auf jeden Fall nicht zu und kümmert euch der Aufgabe. Beim Fesseln müssen am besten sich die Healer kümmern, wenn sie alles weit hochgeheilt haben. Dann können eben halt zwei DDs weiter Schaden auf den Boss machen. Oder besser gesagt auch einer sonst, so wie meinesfalls. Der andere geht an die Balliste auf den Turm und kümmert sich da eben halt um seine Aufgabe. Und ja, das wäre es eigentlich soweit von dem Kampf. Mit TS ist natürlich die Absprache natürlich viel, viel besser. Aber ja, somit wisst ihr eben halt Bescheid, wie das abläuft. Und ja. Und das wäre es eigentlich gewesen. Ja, kümmert euch einfach um die Ads halt, sprich die Tanks und so weiteres, wegen Aggro. Und hinterher kümmert sich eben halt die um die hohen Blitzen und dann eben halt um den Turm, die Fessel natürlich und immer schön die AOE-Attacken ausweichen und auch nicht am Fuße des Drachen aufkommen. Da habe ich auch schon gemerkt, das ist sehr schmerzhaft, da kriegt ihr auch nicht Damage und das sollte auf jeden Fall auch vermieden werden und hinterher ja, sollte man später schön den LB zünden und dann passt das eigentlich. Ich habe das auch dann hinterher am Ende noch schnell zusammengeschnitten, weil sonst wäre das alles so weit in die Länge gezogen geworden. Und falls ihr sterben solltet, dann, das habe ich auch herausgefunden, wenn ihr dann eben halt gestorben seid, nehmt am besten die Abkürzung. Dann kommt ihr gleich sofort zum Boss und nicht hier meilenweit dahin rennen, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Das wollte ich mal erwähnen, weil das sollte auch mal vorgekommen sein oder ich habe das irgendwie so mitbekommen, dass die Leute da die ganze Zeit da sogar hingerannt sind und da verliert ihr auf jeden Fall kostbare Zeit. Ja, das wäre es eigentlich soweit gewesen und diesen Kampf müsst ihr auf jeden Fall schnell bestehen, bevor ja, der Drache eben halt ans Ziel angekommen ist und dann ja fehlschlägt. Also das soll auf jeden Fall vermieden werden und ja, auf jeden Fall kriegt ihr das bestimmt hin. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und ja, ich wünsche euch erstmal noch viel Spaß für den Rest des Gameplays. Ja, und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, euer Gigatobi und haut rein!